Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, der Serie iOS History. Diesmal geht es um die Version iPhone S 2.0 bzw. iPhone S 2.0.2. Ich habe hier auf dem Gerät schon iOS 2.0.2 installiert. Das hat einfach den Grund, dass das geklappt hat mit der Installation von iOS 2.0. Hat das leider nicht funktioniert, das ist aber nicht so schlimm, da die Version iOS 2.0.2 nur Bugfixes beinhaltet und somit wir auf die ganzen Features von iOS 2 zu sprechen kommen. Also iPhone OS 2.0 wurde am 11. Juli 2008 veröffentlicht und war auch beim Release vom iPhone 3G direkt mit drauf. Für iPhone-Besitzer war das Update kostenlos, für iPod-Touch-Besitzer für die war das nicht kostenlos, die mussten $10 für das Update bezahlen. So, einige Änderungen, die das iPhone OS 2.0 mitbringt, ist zum Beispiel der App Store. So, wir haben hier den App Store, den kann ich auch öffnen. Und ich habe auch versucht, einige Apps herunterzuladen. Gut, hier funktioniert das leider nicht, aber in den Tests hat das funktioniert. Allerdings nur soweit, dass ich die App auswählen konnte. Das Herunterladen selber hat nicht funktioniert, da alle Apps mindestens iPhone OS 3.0 benötigen. Das liegt daran, dass Apple den Support von iOS 2 eingestellt hat, denn alte Geräte laufen trotzdem alle mit iPhone OS 3 und somit wurde halt der Support für 2.0 eingestellt. Gut, was außerdem App Store hinzugekommen ist, sind zum Beispiel die Sprachen, das kann ich auch mal zeigen. Zum Beispiel Russisch ist als Sprache hinzugekommen und man konnte über das Weltsymbol auf der Tastatur umschalten, wenn man es denn vorher in den Einstellungen eingestellt hat. In der Kontakte-App hat sich auch noch was verbessert, beziehungsweise ist diese Suchenleiste hinzugekommen. Das heißt, wir können gezielt nach Kontakten suchen. Gut, bei dem einen Kontakt, den ich hier habe, macht das keinen Sinn. Was ich noch zeigen wollte, wenn man auf den Kontakt drauf geht, das hatte ich euch letztes Mal nicht gezeigt, aber das müssen ja eigentlich alle kennen. Im heutigen iPhone hat sich das nicht viel verändert. Hinzugekommen ist auch der Shortcut. Ich glaube, viele Benutzer kennen ihn nicht. Wenn man zum Beispiel unten auf der Seite ist oder in der Mitte, dann einmal auf die Statusleiste tippt, oder zweimal, dann scrollt der automatisch ganz nach oben. Also wieder gehe ich ganz runter, tippe zweimal auf die Statusleiste und der scrollt ganz nach oben. So, des Weiteren ist es möglich, mit Safari Bilder in der Foto-App zu speichern. Dafür öffne ich mal Safari. Und ich lade mir jetzt irgendeine Google-Bilder-Seite. Zum Beispiel das Bild. Übrigens, was mir aufgefallen ist, seit dem Update ist der iPod langsamer geworden. So, ich halte einfach lange mit dem Finger auf dem Bild und kann dann auf Bild speichern drücken. Danach kann ich das Bild in der Foto-App, kann ich mir das nochmal angucken unter gesicherte Fotos und hier habe ich dann das gespeicherte Bild. Okay, gut. Weiter geht's auch mit Safari und zwar, was haben wir denn? Genau. Zum Safari wurde das YouTube-Plugin hinzugefügt, das heißt, es wurde möglich, mit dem Safari-Browser YouTube-Videos zu gucken, man konnte dann da draufklicken. Ich weiß jetzt nicht, warum ich mich anmelden muss, das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Das habe ich auch ausprobiert, leider funktionierte das nicht, also ich kam bis zu dem Videoplayer, aber das eigentliche Video wurde nicht geladen. Des Weiteren bei den Passwörtern, wenn man sich irgendwo einloggt und so ein Passwortfeld hat, dann sind die Passwörter, die eingegebenen Buchstaben, die sind nicht sofort Sternchen wie bei den vorherigen Versionen, sondern man sieht den Buchstaben kurz. Also man sieht da das H, also sobald ich woanders drauf tippe oder einfach kurz warte, wird der eingegebene Buchstabe auch zu einem Sternchen. Und wir sehen schon, der Rechner hat sich verändert, ein bisschen das App-Icon ist anders, da hat sich auch was getan, und zwar wenn man den iPod kippt, ja, dann haben wir hier den wissenschaftlichen Taschenrechner. Ja.
Gut, jailbreaken konnte man die Version natürlich auch. Das ging mit dem PwnAge Tool bzw. dem PwnAge Tool 2.0. So, an dieser Stelle eine kleine Ergänzung, was ich im Video vergessen habe zu sagen und was ich aufgrund von technischen Schwierigkeiten nun als Screenshot machen muss. Und zwar in den Einstellungen ist ein neuer Punkt hinzugekommen, und zwar neue Daten laden. Der war vorher nicht da und in den späteren Versionen wurde der auch entfernt. Wenn man da draufklickt, sieht man hier sofort weiterleiten. Ich glaube, das bezieht sich auf die Apps, die man dann aus dem App Store laden konnte. Und wenn es halt ein Update gab, wurde das sofort geladen. Und wenn der Punkt sofort weiterleiten nicht aktiviert war, konnte man dann hier anwählen, ob man die Updates alle 15 Minuten, 30 Minuten stündlich oder manuell erhalten wollte. Also wie gesagt, das ist nur eine Vermutung, da ich diesen Punkt nicht kenne. Und ja, wie gesagt, ich vermute mal, das hängt mit dem App Store zusammen. Und das waren halt die Änderungen zu der Version iPhoneOS 2.0. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.